Wie lange habe ich nun schon keinen warmen Brief geschrieben? Jener Brief an die Frau Weiß gibt mir deutlich zu verstehen, wie es mich aus dem Kreis nahestehender und teilnehmender Menschen herausgeschüttelt und gerüttelt hat. Wie sehr mir Menschen fehlen, die aus natürlichen Gründen ein billiges Recht haben, von mir Auskunft über mein Wesen und Treiben zu fordern. Jener Brief ist mit einem ersonnenen und erdichteten Gefühl geschrieben worden. Er ist wahr, aber ist zugleich eine Erfindung gewesen. Herauserfunden aus einem Geist, der erschreckt ist darüber, dass ihm einfachere und näher liegende Beziehungen vollständig mangeln. Bin ich ruhig jetzt? Ja. Und ich sage zu der mittäglichen Stille, was ich jetzt sage. Rund um mich herrscht sonntägliche Ruhe. Schade, dass ich das nicht irgendeinem Menschen von Gewicht mitteilen kann. Und Basar ist so ein, eigentlich ein zurückhaltender Autor, aber er hat so eine große Fantasie. Ja. Seine Helden sind immer eher so normale. Er ist kein Storyteller, aber vom Detailakkumulation wirkt auf unsere Innen. Das ist faszinierend. Und es gibt ja wie so verschiedene so Auslegungen. Dessen, warum seine Schrift immer wie kleiner geworden ist. Und dass man sagt, ja, er hat sich selber zum Verschwinden wollen bringen und hat sich immer irgendwie gewehrt gegen die Auffassung, er als Autor. Interessant wird er eigentlich dann, wenn er wie zu einem Filter wird von seiner Welt. Wo er dann wie ein Medium ist, wo aufnimmt, wo dokumentiert, wo verarbeitet, wo verwandelt. Und dann gewöhnt er natürlich die Grösse, wo er wie zu einem Held wird, zu einem literarischen Held. Wenn ich ihn gelesen habe, weiß ich nicht, was drumherum passiert ist. Ich bin immer wieder einfach eingestiegen und bin mitgegangen, ohne anzuhalten, ohne Pause zu machen. Er hat nicht eine unglaubliche Wendung, er hat nicht ein Ziel oder ein Plot, das so reisserisch ist. Das ist nicht wollen interessant sein und das macht ihn so spannend. Ich glaube, das hat mich immer sehr fasziniert, dass der Walser ein Autor ist, den man immer wieder neu entdecken kann, weil er quasi immer in einem Prozess ist. Und du als Leser bist quasi dazu da, den Prozess nachzuverfolgen. Das muss jemand lesen, sonst gibt es den Text sozusagen nicht.